Knackige Male gemacht. Kein Problem. Zimmer auch noch nicht gemacht. Machen wir später. Das habe ich überlebt. Ein Wunder. Die könnten auch noch runter mit der Schaufel. Die Grube. Oh, das sind zwei Hinweise. Sollten wir uns vielleicht mal hinhangeln. Okay. Die Bombe habe ich mit. Wir schaffen es jetzt hoch zur nächsten Struktur. Echten Prinzessin. Am Abend können wir die zwar nicht, aber befreien können wir sie. Das ist doch bestimmt schon ein Ending wert. Dunklen Schurken haben wir hier noch nicht gesehen. Nein, ich renne aber nicht durch die falsche. Und hier können wir vielleicht durch. Das habe ich nicht gesehen. Dunkle Luftkanal. Was ist das für ein Helden auf der Nährmann-Decke? Oh ja. Oha, auf der Suche nach einem unnötigen, heldenhaften Weg, eine Prinzessin zu erreichen, kocht Zwergis Cousin durch einen Lüftungskanal. Ein Abschnitt brach zusammen und er stürzte direkt auf sie und tötete sie sofort. Hinterhältiger Bastard. Ende 42. Vier Tage später, eine Prinzessin getötet. Jetzt wissen wir, wie wir hinkommen. Schwert brauchen wir eigentlich nicht. Es gab mehr Prinzessinnen zu retten und keinen Zeugen dafür, was dort oben passiert war. Vergessen wir also die kleinen Vorfall. Machen wir uns auf den Weg zum Abenteuer. Das Schwert lassen wir mal liegen. Nein! Das will ich gar nicht. Hier kann man nicht hoch. Gut, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Oh, vielleicht können wir jetzt hier hoch. Was auch immer es da oben zu sehen gibt. Eine dunkle Halle. Eine Abkürzung.
Mimik in Ruhe lassen. Und hier hoch. Den Lüftungsschacht. Ah, wir können jetzt hier hoch. Dunkle Dachterrasse. Hier wären wir auch aus dem Lüftungsschacht rausgekommen. Hier gibt es einen Knopf. Dunkler Abgrund. Verdammt! Ohne zu zögern sprang Zwecki vom dunklen Balkon. Warum sollte er das tun? Vielleicht Frust, Depression, Einsamkeit oder war es nur ein Adrenalin-Junkie? Natürlich war er einer. Dunkler Extremsprung. Immerhin ein Ende. Villager Sounds, 20 Jahre später. Zwang ist heute nach einem 20-jährigen Koma aufgewacht. Er fühlte sich älter und traurig, aber immer noch hungrig auf Abenteuer. Oh, das Ding hat er noch gar nicht. Herr Zwang. Liebe ist stärker als das Schwert. Was freigeschaltet. Boah, okay. Wo kommen wir hier lang? Überflutete Höhlen. Da wollen wir nicht lang. Dunkle Klippen. Hier sind wir jetzt. Nehmen wir die Abkürzung. Hier hoch. Dunkle Mauer. Okay, mit dem Ladenbesitzer und so. Dann kommen wir hier hoch. Leuchtet Lüftungsschacht wieder. Kommen darüber ohne auf die Prinzessin zu fallen. Ne, können wir. Das Belüftungssystem. Selbst der dunkle Lord in seiner Festung eine angenehme Belüftung braucht. Es müsste doch noch einen Weg geben, nicht auf die Prinzessin zu fallen. Es gibt eine Hintertür. Verdammt, das ist den ganzen Weg nochmal. Hüpfen wir hier ganz bequem durch die Landschaft.
das lassen wir. Gehen wir von hinten rein. Und von vorne nur einen Weg finden. Dunkle Dachterrasse. Okay, was haben wir hier? Bitte spring nicht vom Balkon, wir haben Wochen gebraucht, um den Reste des Nennens aufzuräumen, der Hausmeister Scherge. Okay, vielleicht mit dem Hühnchen kommen wir da weiter. Das Hühnchen als Item mitnehmen. Kommen wir über die Klippe zum dunklen Nord vielleicht. Das wollen wir nicht. Wait. Gibt's was, wo wir uns dranhängen können? Das heißt, da oben geht's potenziell weiter. Oh, ja. Jetzt haben wir den Mimik befreit. Na toll. Dann wissen wir, wie es jetzt weitergeht. Wer hätte gedacht, dass sich diese Stacheln diagonal bewegen können? Hirn, verfluchte die Spielentwickler und schwor Rache, während er ausblutete. Es ist eine Falle. Ending 70. 5 Tage später. 28% aller Spieler sind zu weit gekommen. Ich konnte nicht wissen, wem man vertrauen sollte und wem nicht. Es schien, als sei die Welt um ihn herum explizit zu bestimmen, sich gegen ihn zu verschwören. Und aus. Ja. Ich mobbe den Helden mal ein bisschen. Stachlis Haus. Mit einem Haken hochkommen, aber vielleicht können wir auch irgendwie ohne da hoch. Verdammt, Mann. Oh, hier gibt's was. Ich komm mal hoch. Ich will nicht Jumpscare. Bleib du da. Okay. Jetzt den Knopf drücken. Ich hoffe wirklich, du gehörst nicht zu den Helden, die Frauen als wie Objekte behandeln. Stachlis sprang in die Arme der Prinzessin und machte deutlich, wie liebesbedürftig er war. Die Prinzessin entfernte sich und ging mit einem gewöhnlichen Wächter davon, angezogen von seiner überragenden Passivität. Lass uns einfach Freunde sein. Oh, verdammt. Oh nein. Gefriendshipped. Gefriendzoned war das. Gefriendzoned. Einen Korb bekommen. 5 Tage später. Stachli weinte gerade in seinem Zimmer, als er draußen die Wache über eine andere entführt und rufen hörte, wird er diesmal seine wahre Liebe finden.